Hallöchen meine Froppelsfreunde und Kumpels und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich muss euch leider sagen, dass ich das heute nicht schaffe, ein richtiges Video zu machen, weil ich saß eigentlich so bis um 7 früh die ganze Nacht dabei und habe gezockt, auch die neue Waffe bei World War 2 und so. Und habe es aber nur geschafft, die ersten 2 Minuten quasi, das Intro und dann eine Runde, wo ich beigejoint bin, aufzunehmen. Und dann hat das so hart abgefuckt, ne? Das hat mir richtig die Laune verdorben und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr zu zocken. Dann gab es jetzt noch MW2, abwärtskompatibel jetzt für Xbox One. Das habe ich mir ja mal gekauft vor Ewigkeiten, deswegen habe ich das. Das hat auch übelst abgefuckt, ne? Und dann wollte ich früh um 7 einfach nur schlafen, hatte ich keinen Bock mehr. Dann bin ich leider erst 14 Uhr oder so aufgewacht und da heute Geldtag ist, musste ich denn los einkaufen. War dann bis eben bei meinem Bruder, jetzt ist es 16:30 und ja. Ich finde das halt wichtig, das euch mitzuteilen, dass ich das leider heute nicht so ganz schaffe mit einem richtigen Video. Aber ich werde es auf jeden Fall nachholen, weil ich habe ja schon angefangen, wie gesagt. Und ja, dann werden wir halt auch mal am Wochenende diesmal was hochladen. Ist ja auch nicht so verkehrt und ich glaube, das stört ja jetzt hier auch keinen. Aber ich wollte euch jetzt in Form dieses Videos mal erzählen. Das habe ich meinem Lieblingsfrumpel schon bei Instagram geschrieben. Link in der Beschreibung. 030-Zocker, Grüße gehen raus an dich. Ich habe letztens einen Brief von 1&1 bekommen, ne? Und ich glaube, ich höre es auf, über 1&1 zu meckern, wie ich es mal getan habe, weil es eigentlich ziemlich geil ist, was in dem Brief stand. Nämlich kriege ich am 13.09. einfach so, ohne irgendeinen Techniker, der kommt, ohne weitere Kosten, ohne neuen Router, eine neue Leitung, besseres Internet. Ich glaube, die wechseln auf Glasfaser oder wie das heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall einfach so besseres Internet und ich habe jetzt die Hoffnung, versprechen kann ich es nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass ich ab da an dann endlich mal live streamen kann. Ich belese mich jetzt neben bei hier und da immer noch ein bisschen, wie das alles funktioniert, damit das auch alles reibungslos funktioniert. Ich werde es dann auf jeden Fall versuchen und euch dann auch weiterhin auf dem Laufenden halten, euch das halt erzählen, ob es klappt oder nicht. Und wenn es klappt, dann werdet ihr es ja sehen. Und ich denke mal, ich werde dann fast eigentlich, wenn es klappt, werde ich fast immer Livestreamen eigentlich, wenn ich zocke, weil warum nicht? Ich bin eh immer alleine mit meinen Katzen. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal in Form dieses Videos erzählen, deswegen nehme ich das gerade auf, damit ihr überhaupt heute mal was von mir hört, so quasi, wisst ihr. Dann setze ich mich die Nacht jetzt dran, weil heute ist ja Donnerstag, da mache ich ja immer durch wegen Arbeiten, damit ich nicht verpenne. Habe ich ja auch schon mal erzählt, die Videos fertig zu machen und all so ein Kram, mal sehen, was noch so kommt. Und ja, ich habe eigentlich auch schon welche fertig, die muss man aber schneiden und ich schaffe es jetzt hier nicht, so 2-3 Stunden Videomaterial zu schneiden. Das würde einfach viel zu spät werden und deswegen erzähle ich euch das hier. Ja, dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, es klappt auf jeden Fall mit den Livestreams. Das wäre richtig nice. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder, Leute. Und tschüss.